Ja, also ich glaube, das ist ja auch nicht mehr. Also ich habe es nicht mehr. Niki ist so krank, der Name. Niki ist kurz. Also, respekt hier die Flasche. Ich denke, in der ersten Nacht weiß eh noch nie, ob neben mir was. Und er beschuldigt schon nicht Leute. Ja. Also, ich er macht dir übel den Zwiespalt. Und er wusste nicht, welche Farbe seine Scheiße hat. Ey, dürfen wir jetzt schon Leute anschreiben zum Zwiespalt? Ich bin der Meinung, in Erstung hat man eigentlich null Informationen. Genau. Normalerweise manchmal nur so zufällig. Aber wenn wir auch an irgendwas entscheiden, dann wirklich so komische, auffällige, psychologische Sachen. Deswegen finde ich die Frage von Arthur gut, so die Leute zu fragen, warum bist du taub? Und dann kann man so psychologisch checken, wie die drauf sind. Aber Arthur hat das selber noch nicht beantwortet. Ich kann zu euch nur sagen, dass ich taub bin. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Größte Punkt der Ich hab bisher überhaupt gar keine Reason auf irgendwen. Ich versuche vertrauen, was zu machen. Warum kannst du ständig auf Leute eine Rolle haben? Das ist voll Mafia. Das ist richtiges Mafia-Play. Town will nicht verraten, wer eine Rolle hat. Nein, ich bin einfach nur Town. Das kann halt beides bedeuten, wenn jemand nicht gut reagiert auf die Frage. Ich kann halt eine Rolle haben, die einfach werbhaft ist. Wenn du Town bist, dann ist das ein schlechtes Play, weil wenn du Leute fragst, hast du eine Rolle? Und wenn jemand darauf eingeht, dann ist es halt nicht gut für Town. Vielleicht denkt er an die Menschen, den Fokus hat. Das ist was Neues. Ich versuche auf jeden Fall für Town zu spielen. Ich versuche auf jeden Fall, dass wir zusammen rausfischen. Deswegen frage ich hier 20 für die Menschen. Deswegen frage ich die ganze Zeit, bist du Town? Warum bist du Town? Aber ich will ein bisschen das. Also, nicht machen. Ich habe nur das Gefühl, dass die. Ich würde mich als Mafia. Flasche, einfach mal Flasche? Als Mafia würde ich hier sitzen und einfach meine Schnauze halten. Ganz ehrlich. In dem Sinne kannst du einmal hier die Flasche an. Okay, wir haben halt nicht so viel Zeit. Julia hat schon geredet. Können vielleicht die Leute, die noch nicht geredet haben, reden? Ja, was bist du? Stell dir eine Frage. Was bist du? Ich bin in Town. Warum bist du dafür oder dagegen, dass wir am ersten Tag jemanden umbringen? Ich frag nur dich. Hä? Das ist halt machen wir nicht. Komisch, weil man dann halt auch irgendwelche Leute einfach direkt töten. Okay, ich dachte, wir töten das nicht. Doch, können wir. Jeder darf. Ja, aber halt auch nicht. Das ist halt Punkt, das ist halt irgendwo im Leibweg so. Ach, Chris? Was Namen bist du? Ja, also ich bin auch Town. Ich habe bloß nicht so viel gesagt. Weil ich finde das halt bescheuert, in der ersten Runde wen zu töten. Einfach auf gut Glück. Der gewinnt der Mafia sofort. Ja. Aber ja, eine Frage. Wen würdest du erst machen? Ach so, töten? Wen würdest du in der ersten Nacht töten? Die haben noch gar keine Vorschläge. Keine Ahnung. Ich würde erst mal gucken, wer von Mafia in der ersten Nacht getötet wird. Nee, ich meine so als Mafia. Hä? Objection! Das ist, wenn du nur eine Person fragst, wen sie töten würde, dann denke ich, mach der erste Nacht so, ja, lol, easy, klar. Ja, und dann ist Ofen verdächtig. Das ist so ein Nachdenken. Er muss ja nicht fragen. Also, ihr beide, das hätte ich nicht. Vielleicht ist er was. Ihr beide. Ich würde auch noch fragen, ob du jemanden in der Runde ganz cute findest. Meine ersten Calls sind die beiden. Alex, was sagt der Timer? Ja, komm, was ist Ofis und. Mach mal dran, so zwei raus. Ich bin schon. 3 Minuten 17. Dachte ich, haben wir schon? Ja. Okay, gibt's eine Accusation auf irgendwas? Ja, that's straight. Okay, du hast 3 Sekunden, dich zu verteidigen und 1 Minute. Du hast 1 Minute, komm. Warte, erstmal machen wir noch andere Kandidaten, oder? Warum denkst du, dass du Mafia sitzt? Naja, weil ich habe Ofis einfach nur so ein bisschen versucht, Druck zu machen und in die Ecke zu drängen. So völlig harmlos, erster Tag, nichts passiert. Eigentlich würde niemand irgendwen lynchen. Und aus dem Nichts kommt Pixelbruder und ist auf einmal der Bruder des Jungen.
fucking Anwalt von Rufus. True. Warum? Der Weg macht keinen Sinn. Ey, für mich sind die beiden, haben die Vibes des Jahrhunderts. Für mich ist der Fall geklärt. Zu den Spielregeln. Es ist jetzt so, er wurde ja jetzt von zwei Leuten angeklagt. Ja. Wir müssen jetzt wählen. Ja. Und wenn wir ihn jetzt killen, dann schlafen wir automatisch ein. Auch wenn wir nicht. Und wenn wir ihn nicht killen, dann haben wir noch einen, eigentlich müssten wir noch zwei Minuten kriegen. Dann können wir noch, einmal versuchen, jemanden zu holen. Überlegt euch genau, ob wir ihn hier wollen. Stopp, warte, da muss ich unbedingt was sagen, als Mathematiker, so spieltheoretisch, sorry, das ist einfach so, nicht jemanden zu töten, ergibt einfach keinen Sinn, eigentlich so gut wie nie. Nicht jemanden töten, ergibt spieltheoretisch eigentlich nie Sinn. Ja, nein, ich meine, wenn wir zufällig töten, jemanden zufällig töten ist besser, also als jemanden zu töten. Ja, klar, wenn wir ihn nicht töten, dann das passt echt gut zusammen, muss man sagen. Oft, ja. Also überlegt euch. Also Bolton jetzt. Bolton. Ich bin auch dafür. Ich muss aber kurz sagen, dass Sam hat eigentlich überzeugend reagiert. Ja. Und ich finde auch, es ist vielleicht ein bisschen. Also ich finde Sam ist shifty, aber Sam ist ein weird. Du musst einen beschreiben. Alex, Kopf runter, Kopf runter und Alex, nee, das bleibt rein. Kopf runter. Komm runter. Ja, aber der Bolton ist auch so. Okay. So, wer möchte, dass Sam stirbt, der hebt die Hand. Mechlin? Mechlin im Spiel nicht, also ja. Mechlin die Hand heben, ja. Und Köpfe hoch. Ganz hoch, Arm, ganz hoch. Oh, da geht's rein. Ja, ja, cool. Ey, Arm, weil es ja, was ist denn jetzt auch ganz hoch? Ja, aber du musst sehen, wer jetzt so ist. Da gab es ein paar Leute, die sich ein bisschen zurückgezogen haben, aber drei Votes. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Lebensmittel. Ja, damit er sehen könnte. Der war schon ziemlich. Das war sketchy, ja. Er ist zwar ein bisschen. Er wollte den schönen Ständen runterziehen, dass keiner sieht, dass er gehoben hat. Alter, Banane. Hey, oh. Wollt ihr mehr die Flasche? Hier. Mehr die Flasche. Also, Brad, das war dein Mathematik. Aber das hat er bestimmt. Ich kann mal nur sagen, wir haben zwei Minuten jetzt, komm. Ja, so Flasche. Was sollte unsere Strategie sein, Banane? Darf ich noch mal kurz so als gerade Überlebende auf dem Chat haben? Nein. Einerseits finde ich es dumm, dass man so die das Spiel spielen wollen und dann engagiert sind, töten will, weil sie was sagen und dann sagt man, ja guck mal, der ist so aggressiv, dass er wahrscheinlich ein Mafia-Spiel lässt und alle umblicken. Aber andererseits, wenn jemand wirklich fast jeden, der angegriffen wird, du wolltest fast jeden hinten. Ich will einfach nur wissen, was die Leute auf dem Spiel. Also, Mafia-Spieler sind ja unter der Haube haben. So. Keine Frage stellen, sie in diesem Spiel kommt nichts. Wenn niemand reagiert, bleibt das Spiel super schwer und Mafia gewinnt, einfach weil keine Konversation besteht. Das heißt, alles, was du machen kannst, ist Agro-Fragen stellen, Leute in einen uncomfortable Spot bringen und schauen, dass sie sich irgendwie verstehen. Ich kann verstehen, weil wir so wenig Indizien haben, dass du jetzt Indizien einfach erzwingst. Was soll man denn machen als Tom? Wenn eine andere Strat. Du hast schon jetzt ohne Flasche gesprochen. Und ich wurde angezeigt. Ich möchte eine Frage stellen. Du bist entscheidend. Kriegst du einen Anruf? Nein, geht mal einfach weiter. Du entscheidest, ob du das Verhältnis hast. Ja. Erstens, ich habe nicht verzählt geworden, weil ich glaube, ihr ganz bisschen verändert. Ich habe ihn angeklagt. Ich hatte gesagt, wenn überhaupt wir einen anklagen, dann ihn. Ich habe ihn nicht angeklagt. Zu deiner Sache, dass ich hier ihn protecte, ich habe übrigens auch Annie protected und andere Sachen, weil ich fand, dass in der ersten Runde Zwietracht gesehen, was Jagger gemacht hat, was du gemacht hast, ich dumm finde als Tony. Nein, was er sagt. Und die dritte Ansage war es, der war die nächste Frage gewesen, er hat gesagt, mathematisch ist das dumm, kann das jemand bestätigen? Weil Ben ist der weil sonst wäre das übel, das habe ich ja also, es ist aber ganz mal zu spät, schon kritisch, aber es war auch in der Regel klar, ich habe auch gedacht, dass wir haben erst wieder runternehmen und dann gucken.
Nee, du musst ja wissen, wer für wen gestimmt hat. Er wusste ja nicht, wer hat das nicht. Aber also, das ist so, als ich sagen, wir stellen jetzt nicht Schussen, aber es ist schon. Ich habe noch einen Satz zu sagen. Ich glaube, dass unter den Bounties wahrscheinlich ein Mafia ist. Also, ganz kurze Frage. Wie oft spielst du Mafia? Und magst du es oder magst du es nicht so, das zu spielen? Macht dir Spaß? Ja, aber ich habe nicht verstanden, wie man über den. Das Rad mit dem Haus kommt. Weil meistens. Und Dings auf dem Entschuldigung,
Schneider ist tot, ne? Ja, wir geben ihm die Nacht. War klar. Das wird aber nicht probiert. Ja, Banane. Ja, nicht schlecht. Das ist schade. Können wir nächste Runde nochmal machen? Okay. Kann ich schon mal Smash 64 spielen? Und ja, das war's. Jetzt dürfen wir laut wach werden und niemand ist gestorben. Wow! GG, komplett schon so geil, Alter. Keiner von euch geknistert, aber ich hab's ja gehört. Ich hab
habe mich in der Nase gekratzt. Ich bezweifle, dass du das hören kannst. Also kannst du das hören? Ja. Ja. Egal. Machen Sie weiter. Tatsächlich. Also ja, okay, vielleicht habe ich das gehört, aber ich habe das gehört. Ja, das ist jetzt nochmal eine Frage an dich. Also du meinst, du hattest echt den Read, dass Bert jetzt keine Mafia war? Ich fand das schon ein bisschen offensichtlich. Das ist ein bisschen fragwürdig. Offensichtlich also, würde ich jetzt nicht sagen. Ich kenne ihn nicht. Also ich meine, das stimmt. Ich weiß, was du meinst. Ich fand's. Ich glaube, er ist mehr so pflastert gewesen, weil ihn das Spotlight getroffen hat. Weil er war ja schon involviert. Meistens sind die Leute, die am Anfang laut sind, taub. Weil die nicht so viel zu verlieren haben. Das ist meine, deswegen mein Read. Aber ich glaube auch, er hat das erste Mal so belächelt. Weißt du? Und dann dachte ich so, vielleicht ist er so. Weißt du, lächelt Werwölfe so? Das Ding ist, also ich glaube auch, dass wir eventuell mit der Mafia getötet haben. Einfach nur aus der Tatsache, dass zuerst, so rein spieltheoretisch, die Argumentation kam, wir sollen jemanden killen, aber ein Townie ist normalerweise down dafür zu sterben. Echt? Okay. Ja, vor allem am Anfang. Es sei denn, er ist irgendwas Besonderes oder Mafia. Wenn er damit kommt, es wäre gut für uns, dass wir jemanden töten und dann auf einmal wird er gebotet und er will das nicht, ist das ziemlich komisch. Eine bessere Verteilung wäre echt meiner Meinung gewesen, ist okay, ich sterbe für Town, vote mich auf. Am Anfang hat er rumgerudert und hat so und so weiter. Und was ich auch komisch fand, ist trotzdem, also ich habe sehr viele Town-Vibes von dir, aber ich finde trotzdem komisch, dass Banane erst gebotet zum Killen und dann nicht mehr. Oh. Das war nicht so komisch und das ist für mich super suspicious und ich würde gerne so meinen Fokus da ein bisschen drauf machen. Erstmal, Alex, du musst mal sagen, wie viel Zeit du vergangen hast. 4 Minuten um. Officer hat auch eher gesagt, als einer der drei, wollte ich auch gerne ein bisschen hören. Lass mal Banane sagen. Ja, Banane kriegst du. Aber der hat mir ein bisschen vergessen. Zum einen war ich mir nicht sicher in der Regel. Und zum anderen habe ich Angst gehabt, dass wenn ihr denkt, dass ich unbedingt jemanden töten will, dass ihr mich töten wollt. Aber das ist ja das Problem. Du hast offensichtlich nicht genau verstanden, was wir als Town wollen und hast jemals dich entgegen entschieden, als dass die Majority. Das ist halt suspicious. Nur so. So hätte ich gewusst, dass ihr alle ihn töten wollt, hätte ich ihn auch getötet, um mich rauszustellen. Aber warum willst du nicht rausstechen, Digga? Weil ich nicht sterben will. Warum willst du nicht rausstechen? Du willst nicht rausstechen, du willst das Town spielen, Bro. Nicht rausstechen, das ist ganz schlecht. Ich bin schon verdächtiger. Wenn du stirbst, dann tauch ich nicht. Ja, aber wenn ihn Town nicht. Stell dir vor, er war Mafia. Nein, es geht um die Wahrscheinlichkeit. Ich muss verstehen, warum. Lass Banane in Ruhe, das ist so unverdächtig. Wenn ich sterben will. Banane hat aber keine Ahnung, was er tut. Ja, ich hab den auch nicht. Das ist das Einzige, was mich ausstattet. Ganz ehrlich, bei Banane muss ich nicht mehr vorstellen. Wir wissen es alle und wer es nicht weiß, das macht er. Ich muss nicht mehr weiter ins Gespräch sagen. Warum? Weil du bist nicht mehr. Nein. Also, Jojo, kannst du mir einmal erklären, warum du so erpicht drauf bist, dass Alex einen Blick auf die Uhr behält? In welcher Art und Weise? Weil ich es traf, weil ich will, dass Leute nicht mehr spielen, weil Leute nicht die Setups abbauen. Das ist 23 Uhr, oh mein Gott. Ja, genau. Wir haben mal die Zeit auf 5 Minuten. Ich will nur noch irgendjemanden. Tot! Ich will nur Kevin was fragen. Kevin, wen findest du suspicious? Wer glaubst du, ist so vielleicht Mafia? Ich? Sonst kein harter Rejuggle, ist halt oder aktiver. Sam ist der beste Mafia-Spieler im Raum wahrscheinlich, hat extrem viel Mafia gespielt, wie denn das? Da ist es immer schwer zu sagen, weil wie man auch an so Reads oder auf die Zeit gucken denkt, der Mafia ist, spielt er verdammt gut. Keine Ahnung, aber sonst Ofis, am Anfang der Read war ein bisschen hart, sonst weiß ich nicht. Ich würde sagen, wenn Banane Mafia ist, ist das Galaxy Brain. Ja. Und wenn nicht, dann, also Banane zu Wort macht auch keinen Sinn mehr. Ofis hat schon verwendet. Also Alex, statt zu sagen, wie viel Zeit vergangen ist, sagt lieber, wie viel Zeit wir noch haben. Okay. Ihr habt noch 3 Minuten. Okay. Ich wollte doch mal das von Arthur sagen, dass es wahrscheinlich ist, dass wir vielleicht nur von der Mafia bekommen haben. Weil der im Endeffekt hat auf Bert vorhin gegangen ist, war dann Sam. Und das heißt, das wäre dann auch das Target von Magic und Mafia, was sie hätten wollen töten oder aus ihrem Einfluss getötet. Wer hat den accused? Sam ist aufgegangen, Alex und Bauch. Und halte ich für relativ wahrscheinlich, dass sie
accusen. Echt? Ja, warte mal ganz kurz. Dortimus, du bist ja im Spiel. Ja. Was hältst du von dem Spiel? Dortimus ist meine. Es fehlt. Meint deine Also, das war halt. Müssen wir wieder accusen? Ich finde halt, dass John Wayne halt schon der Target war, aber auch Arthur fand ich auch ein Target, weil er halt irgendwie das Spiel leitet. Ja. Und das ist halt. Das ist halt das Problem. Wieder wollte jemand töten, weil da irgendwelche. Das Ding ist, das macht Mafia. Ich kann sehen, dass die Werfer, dass die Mafia Arthur targetet, weil sie Angst haben, dass er alles organisiert und dadurch die Town zusammenarbeitet. Aber der Medic, glaube ich, sieht das nicht alleine. Also, das ist halt nicht unwahrscheinlich. Ja, die Mafia, also Mafia könnte darauf kommen, aber der Medic gerade nicht. Weil der Fokus war so krass in der Ecke. Das vergisst man einfach. Die Sache ist, also. Bei aller Bescheidenheit glaube ich einfach, dass Arthur weniger Impact hatte, im Sinne von einfach Sachen rausgezogen. Er hat es schon weitergetrieben und im Sinne von die Rollen richtig verteilt und die zum Weg gebracht, aber Arthur hat nicht wirklich Druck gemacht. Ja. Und wenn ich jetzt Werwolf oder Mafia wäre, würde ich auf jeden Fall den weghauen, der am meisten Druck macht. Aber kann man letzten Endes wirklich nicht sagen. Okay, ich will Office. Nein. Ja, Scheiße. Nee, du brauchst einen Second. Ja, ich will ihn nicht anziehen. Ich will jetzt nur, keine Ahnung, Office reden. Office, wen findest du, Mafia? Ja, sag mal, warum? Was du tust und generell. Ich hab jetzt ehrlich gesagt keinen großen Read auf irgendwen. Warum ignoriert das halt ehrlich? Was? Ich will hören, warum die eingeschrieben das jetzt so. Ja, ich habe ja geschrieben, weil ich das mit dem Ausdruck wollte, damit das nicht so lange dauert. Ich muss nämlich bald nach Hause. Okay. Mafia-Attitude. Ja. Nee, also. Hast du noch was Sinnvolles zu sagen? Ich habe keinen großen Reason. Höchstens seit ihm, weil es. Ja, okay, also ich greife Rufus an, offiziell. Geht irgendjemand mit? Warum? Kater. Irgendjemand mit? Die suspicious Person, ich habe Rufus nicht mehr. Nee, ich greife Jürgen. Du accuse jetzt viele Leute mittlerweile. Das weiß ich. Ja, zehnmal. Ich will so gern was sagen, Mann. Scheiße. Rote regnet. Ich weiß, deswegen. Ich sage, den passt das Jojo, ich bin Jojo heute. Er accused die Leute sehr schnell und wir haben es sehr schnell. Also ich finde, erstens habe ich also bezahlt und zweitens. Da gucken die zu. Also, ich finde erst sowas von obviously town. Ich weiß nicht, wie irgendjemand ihn mit Mafia-Verbindungen setzen könnte. Also habe ich ihn besser angeklagt. So. Ich hätte auch vielleicht Kevin angeklagt aus demselben Grund. Aber da war ich mir nicht so sicher. Mathematisch sollten wir dafür haben. Der Typ mit dich ist. Oder? Ich würde auch gerne, dass jemand anders einfach jemanden mal anklagt, aber. Ja, dann kann ich machen. Das wird mal Arthur. Hast du auch noch was ganz kurz beschrieben, warum wir alle Banane so geklärt haben? Ich hab ihn wohl. Das hab ich auch nicht. Weil die Aussage war. Erst Sam nicht gewollt hat, unter der Prämisse, dass wir wissen, Sam ist ein Mafia-Spieler. Wir müssen ja auf Reads basiert spielen. Stell dir vor, Sam ist Mafia. Er votet nicht. Aber hast du gewotet für Sam? Haben wir gewotet? Ja. Ich glaube, ja. Sam wotet. Arthur, ganz einfach, Arthur, er spielt einfach nicht rational. Ich habe ihn gewotet. Ich glaube, er stellt sich einfach falsch ein. Ich glaube, er hat sich gar nicht so viel gesagt. Also, dass du deine Zeit mit Banane weiter verschwendest, macht das super Sinn. Ich finde es super komisch, dass du mich hier ablenkst davon, dass ich meine Zeit verschwende mit einem Read, den ich habe. Ja, ihr müsst ja noch eure Meinung machen, ich glaube, keine Ahnung.
Er redet über mich mehr als wenn ich denke, dass er reden würde, wenn er Mafia wäre. Der Satz war richtig. Auf jeden Fall. So richtig für mich. Dortmund oder Udong ist einfach so ruhig, deshalb ruhige finde ich immer ein bisschen schwierig. Das gleiche gilt für Third. Ja, und einfach wollte sich komisch verhalten, wenn ich halt Kevin und Ofe ist. Ja, das war's. Okay, Vote. Kann man nicht Fragen stellen? Gibt es keine nochmal 2 Minuten ja. Und wir so, können nochmal reden. Wer kann selber reden? Ich Dann lass uns einmal ganz kurz durchgehen. Meine Theorie mit Jojo ist, ich glaube, Jojo ist ein sehr guter Town-Spieler und ich glaube, er ist ein scheiß Mafia-Spieler. Und meine Vorstellung ist gerade, dass er nicht so ultra geile Argumente hat und deswegen ist mein Read, ist, dass du als Mafia wärst du irgendwie schlecht. Ich glaube, gerade spielt du deswegen mein Reach. Ja, aber da aus diesem Grund würde ich doch die Fresse halten, wenn ich Mafia wäre. Nee, weil du schlecht bist. Ja. So, ich mach das gleich. Ja. Banane ist jemand, dem glaube ich sofort, dass er einfach schlecht spielt, so wie er es macht. So, bei dem geht es bei mir durch, dass er sagt, so, hey, ich habe gewonnen, nicht genau, nicht so, keine Ahnung, so, das ist meiner Vorstellung okay. Kevin ist so, wie er ist, und Sam spielt meiner Vorstellung auch wie Town. Das sind so meine Reads. Third würde auch nicht jetzt irgendwie hardcore die Flagge in die Hand nehmen und Arthur würde das natürlich machen. Deswegen glaube ich, gerade benimmt sich niemand so hardcore außerhalb von seinem Argument, also außerhalb von seinem Charakter, außer Jojo. Das war so meine Vorstellung. Ich habe verstanden, nicht, was du sagst. Ich habe nicht verstanden. Du benimmst dich out of character. Das ist eigentlich die Aussage. Also, um da noch was anzufügen, was mir halt bei Jojo aufgefallen ist, warum er für mich verdächtig war, ist auch, dass er angefangen hat, aktiv und ein bisschen Argo zu spielen, nachdem er gemerkt hat, dass ich damit eine Runde überlebt habe quasi. Und dann hat er gemerkt, okay, man kann auch aktiv spielen und Town sein. Also das wäre eine Möglichkeit. Es kann natürlich auch sein, dass er so vorsichtig war in der ersten Runde, aber es fällt auf jeden Fall nicht so vorsichtig in der ersten Runde. Und der andere Sus-Character für mich ist eigentlich Arthur, ehrlich gesagt. Halbe Minute noch. Und immer das Wichtige zu sagen. Immer sehr Dinge von sich weg erklärt irgendwie und ich habe versucht ihm vorhin was zu erklären zu einer allgemeinen Situation und er hat relativ schnell. Okay, 10 Sekunden. Ja, das ist nicht so unbedingt. Wenn wir keine Ahnung haben, wie wir anzeigen sollten, sollten wir eigentlich einfach jemanden anzeigen nach Hause, weil zum Beispiel den, keine Ahnung. Also wenn jetzt keiner anschuldigen will, sollten wir jemanden nach Hause bringen. Der einzige Hörer! Jan ist Town. Einfach wenn dann. Out of Curse. Ich möchte nur sagen, so unbedingt will ich jetzt auch nicht nach Hause. Ich will doch nicht mehr, okay? Ich würde Arthur jetzt nicht vorfallen. Okay, du willst sagen, aber das ist jetzt eine Level mit Welchen, die da auf müsste doch theoretisch. Das muss ich mal werden. Ja, ich supporte das. Und das Arthur? Ja. Okay. Ich finde, Arthur Stern ist besser als niemand Stern. Okay, weil was wir jetzt bestimmen müssen, sind 2 Leute genug, um irgendwie so einen Raum zu starten. Ja. Okay, dann. Weil ich bin nicht in der Welt, wo Arthur beide Plätze gewinnt. Arthur muss einfach. Also, du willst einfach Herzen sein. Ich bin fucking Town. Und dass ich hier angezeigt werde, nachdem ich Shake in diese Richtung geworfen habe und das wird deflected, ist für mich ein krasser Mafia-Rein. Nur einmal ganz kurz. Zweitens, ich bin so fucking Town, wenn ihr mich killt, ich schwöre euch, das ist nicht schlau von euch. Wahrscheinlich, wenn ihr mich nicht killt, kann es sein, dass ich nächste Nacht sterbe, weil ich Shade auf Mafia-Spieler geworfen habe. Just saying. Deswegen, das ist meine Verteidigung. Ich bin Town as fuck. Ich find's komisch, dass du ständig ihm zu Hilfe eilst und jetzt auf mich, nachdem ich hier. Ich hab die Frage. Das ist nur weil es von deiner Seite keinen Sinn macht, weil du Mafia bist, heißt es nicht, dass es
für mich keinen Sinn macht, als Town meine Reads rauszuhauen. Und ich schwöre euch, meine Reads sind basiert auf Sachen. Guckt euch mal, wie fucking nervös der Mann ist. Jetzt hört er auf einmal. ich sag euch nur, wollt mich nicht. Ist ein Fehler. Und es kann sein, dass ich nächste Nacht sterbe, wenn ich mich nicht wollte. Fändest du es okay, wenn wir ihn nächste Nacht finden würden, oder? Ich fände es okay, wenn wir da in dieser Ecke mal narrow down würden. Also wir haben vorher gesagt, wir sollten die Leute, die gewotet haben, da ist Mafia dabei. Die vier Leute, die gewotet haben, waren. Die nicht gewotet haben, waren die zwei. Das heißt, für mich ist es irgendwie relativ offensichtlich, dass unter diesen Unterschneidungen ein Mafia sitzt. Entweder Juggle, aber ich krieg von dem Town weit, oder. Hier, Dista, ich. Das ist für mich so Mafia. Warum accuse ihn kann? Ich accuse ihn ständig, aber ich würde auch nicht. Offiziell zu würden, wenn die Town, wenn wir nicht hier dahinter stehen. Und ich sag euch, das ist meine Verteidigungsrede. Take it or leave it. Es ist ein Fehler, mich zu töten. Ich schwöre euch, aber meine ist vollkommen ernst. Wir müssen ihn abstimmen. Aber das ist der wichtigste Moment in dem Ganzen. Das ist klar. Stell eine Frage. Also, es gibt so viele Sachen. Also, Nein, ich stimme hier nicht. Warum funktioniert das nach der Verteidigung? Du kannst meine Verteidigung nicht auseinanderbringen. Hast du eine Frage oder nicht? Okay. Hast du eine Frage oder nicht? Warum kommst du nicht drauf, dass es absolut klar ist, dass der Cop in der ersten Nacht hundertprozentig mich gecheckt hat und dass es ohne irgendeine Tendenz von irgendwem nicht wieder auf die Scheiterbank zu bringen? Jetzt darf der Medic aufwachen. Er möchte den Saving. Und er darf wieder schlafen gehen. Und dann Vigi. So, Vigi ist fertig und. Alles klar. Und ihr dürft wach werden. Erst stirbt wieder. Stirbt eine Person. Und zwar. Kevin? Hä? Zwei gute Orts. Haben die Leute nicht jemanden getötet? Das Dorf? Nee, haben sie nicht. Hat ihr wirklich geschossen? Frage? Ja, ich hab gehört, dass sie damit hat der Vinci geschossen. Hat der Vinci geschossen? Von der anderen Seite, die Alex das gesagt hat. Es stirbt eine Person. Also Alex, bitte mach nur 5 Minuten, bitte. Wir haben nicht so viel Zeit. Ja. Ich will das Spiel wirklich zu Ende bringen. Ja. Und du musst nach 5 Minuten oder 4 Minuten auch sagen, noch eine Minute. Okay, Leute, das ist besser schlecht, denn ich kriege das auch nicht. Fällt die Flasche? Ja. Kurze Frage. Basti, also ich stört das Controller überhaupt nicht. Ich stört das überall. Ja, ich kann auch damit aufhören. Die Zuschauer ist dabei. Wenn die drei Waffen siehst, hast du die Chat, das ist ein Spiel, wo es sinnvoll ist. Nein, das ist Metagame! Was? Es geht doch in dem Spiel um den Tag. Okay. Es gab drei. Ja, genau.
drei was? Okay. Ich würde gerne was sagen. Flasche. Also, die Frage ist, wer würde Leike töten? Wer hat den guten Riesen Leike zu töten? Er sitzt einerseits da in der Ecke, was so deine Anschuldigung war, aber er war eigentlich die ganze Zeit relativ leise und es ist jetzt nicht so eine Person, wo man das Gefühl hat, sie hat jetzt so ultra geleadet hier, was so ein bisschen weird ist. Und da ist mein Read ist, dass Alex sich gleich versprochen hat, dass es ein Vigilante-Kill ist. Und ich glaube, dass... Er hat überhaupt nichts. Er hat gesagt, in dieser Nacht ist eine Person gestorben. Und das ist so ein Betonungsweg. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es darauf hinausläuft, dass die Werwölfe eingehen. Ich glaube, wenn ich die Werwölfe wäre, würde ich Leike, du versuchst nicht, Verdächtige zu eliminieren, wenn du Mafia bist. Und das wird Leike schon so mit in der Pflicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Leike ihn mit Jane einfach meine Frage ist. Weil ich auch für einen meine Frage ist, Basti, warum bist du für Arthurs Tod gestorben? Ich komme nicht so dran. Erzähl mal du, wer denkst du das? Wer ist Mafia, denkst du? Also. Ist mir scheißegal, ob du keine Reads hast. Hab mal Reads jetzt. Ich fand dich schon, also deine Town-Rede hat mich ehrlich gesagt überzeugt und deswegen fand ich. Wo ist denn Sam? Weil er noch verdächtig ist. Jetzt. Ich bin Sam auch verdächtig. Ja. Ich glaube, er ist einfach ein sehr guter Spieler. Und der hat keine Angst. Da bin ich mir halt auch echt nicht sicher. Also, und wer denkst du es noch Town? Wenn Sam 2 Towns ist, dann könntest du auch wieder Mafia sein, weil du so ein tolles Sam angeschuldigt hast. Aber. Hätte ich wahrscheinlich jetzt Sam getötet, um nicht verdächtig zu sein, und das ist jetzt wieder alles so 4D und es gibt zwei Mafia, du denkst Sam oder ich? Insgesamt gibt es drei. Gehen wir davon aus, es werden Mafia. Wahrscheinlich nicht ihr beide. Also. Ja. Wahrscheinlich mich. Und wer denkst du, ist es wahrscheinlich? Nee, ich meine wahrscheinlich nicht ihr beide, aber so. Vielleicht einer. Wir haben einen Kopf und Welt, der checkt und rettet. Und vielleicht mal die noch was sagen. Ich weiß nicht, ob das gut ist für die Tasse. Ich bin auch Mafia-Spieler, aber vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, ob jemand von euch zuhört. Also, Medic nicht mit mir. Nee, weiß ich auf gar keinen Fall. Aber Kopf. Wenn der schon Mafia hat, dann kann ich das nicht mal sagen, zu den Talenten, aber wenn ich nicht. Gesundheit. Ich finde das ein bisschen merkwürdig, dass auch sich die ganze Zeit so aufführt. So, ja, ich, natürlich bin ich Tony, müsste ich alle so hinter meinen Ballern stellen.